So Leute, willkommen zu einem neuen Need for Speed Heat Video. Heute zeige ich euch einen Glitch, ja diesmal wirklich einen Glitch. Und zwar wie ihr unendlich Reparaturen bekommen könnt. Dazu müsst ihr bei eurem Wagen, beim ersten Hilfs-Item, müsst ihr einen Kill-Switch-Störsender einbauen. Das zweite Item habe ich hier jetzt einen Reparaturkit drin, aber das ist eigentlich egal was ihr da habt. Ihr könnt auch jedes Item, was ihr wollt, zum Beispiel Nitro-Verlängerung oder so, das wird nichts ausmachen. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr zum Tuning-Händler fahrt. Ich würde auch empfehlen, nicht direkt abzuschalten jetzt, weil viele Leute schalten immer ab und dann probieren sie es und machen irgendwas falsch und dann funktioniert es nicht und dann denken die, was ist los. Aber es funktioniert wirklich, deswegen. Ihr könnt auch hier jetzt auf Start und Garage auf Leistungstuning, da könnt ihr auch eigentlich Items ändern, aber hier halt nicht euer erstes Hilfs-Item, was ihr ändern müsst, weil sonst funktioniert nicht. Deswegen müsst ihr zur Garage fahren, aber ihr könnt ja auch eigentlich hin teleportieren. Auf jeden Fall, wenn wir da sind, gehen wir zum ersten Hilfs-Item und tauschen es durch das Reparaturkit aus. Und das war es eigentlich auch schon fast. Wie ihr seht, habe ich jetzt unten rechts hier stehen eigentlich sonst immer, dass ihr zwei Reparaturen hättet. Jetzt steht bei mir nichts. Ich werde jetzt mal ein bisschen rumfahren und versuchen Schaden zu nehmen, damit ihr seht, dass der Cooldown immer wieder hochgeht und ihr immer wieder reparieren könnt. So, jetzt haben wir was Schaden genommen. Ich drücke B, das ist bei mir die Reparaturknopf. Wir müssen mal gucken, was bei euch ist. Und wie ihr seht, hat es funktioniert. Und das Wichtige ist, wenn ihr es jetzt bei Nacht ausprobieren soll, müsst ihr hier, wie ich das gemacht habe, die Map aufmachen und dann eure Taste drücken, wie ihr in die Nacht switcht. Auf der Tastatur ist es N, auf dem Xbox-Knopf ist es irgendwas mit L. Was es auf der PS4 ist, weiß ich nicht, aber das wird euch auch angezeigt, wenn ihr am Tag die Map öffnet, steht da unten, welche Taste ihr drücken muss, um in die Nacht zu wechseln. So, jetzt fahre ich hier nochmal kurz ein bisschen, nimm noch ein bisschen Schaden. Weil eigentlich hätte ich ja nur zwei Reparaturen gemacht, deswegen werde ich jetzt noch zweimal Schaden nehmen, damit ihr auch seht, dass es wirklich unendlich ist. Ich habe jetzt ja ein bisschen Damage genommen, aber ich wollte hier noch ein bisschen mehr Damage nehmen, aber wenn ihr nur ein bisschen Damage genommen habt, könnt ihr noch gar nicht reparieren. Wenn man Damage nehmen will, ist es immer schwieriger. Wenn man nicht will, dann kriegt man direkt 1000 Damage. So, wir fahren jetzt nochmal hier und wie ihr seht, habe ich jetzt ordentlich Schaden genommen. Ich mache es jetzt nochmal und immer wieder lädt es sich unten auf. Ich habe hier nochmal eine Szene reingeschnitten, wo ich nochmal Schaden genommen habe. Also seht ihr, es klappt immer. Also ich bin jetzt in die Garage gegangen, weil es ganz wichtig ist, sobald ihr in die Garage geht, ist es wieder weg. Also müsst ihr am besten in der Garage, bevor ihr wieder rausgeht, wieder euer Teil auf den Kill-Switch-Zerstörer ändern, dann geht ihr wieder raus, wieder in den Tuning Shop und dann reicht es wieder für den ganzen Tag, wenn ihr rausfahrt. Aber sobald ihr irgendeine Garage geht, ist es weg. Deswegen solltet ihr auch am Tag direkt in die Nacht switchen. Ihr könntet das ja eigentlich auch über die Garage, aber dann wird der Glitch nicht funktionieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert auf jeden Fall den Kanal, um keine Glitches mehr zu verpassen. Haut rein!